Ja, und hallo, willkommen zu Patrick's Vlog. Ich bin gerade oben im Garten. Ist noch jemand am Garten machen und es läuft nur ein bisschen Musik da. Ich denke aber nicht, dass das allzu laut zu hören sein wird. Von daher, alle hopp. Ich mach mal was zu, was heute Nacht noch lief. Ganz spannend. Mal ohne Fliege. Ja, Schatz. Alle hopp. Das war die Fliege. Ich habe die Nacht nicht so tief geschlafen, weil ich früher ins Bett gegangen bin, weil ich gestern zu viel Rad gefahren bin. Das sind eigentlich fast gar nicht. Und deswegen war ich relativ dünn dabei und relativ länger geblieben. Die Nacht war richtig heftig was los, richtig viel was los. Und hat mich wieder an zwei Kontakte gebracht, die ganz interessante Sachen geäußert haben. Und das will man natürlich dann auch nicht auslassen. Okay. Erste Episode war relativ üblicher Ort, wo ich war. Das, denke ich, wird auch von mir selbst generiert. Ich bin ganz gerne immer in meiner alten Schule und dann bin ich dort in Gängen, flieg oder besonders spaßig slide dadurch, praktisch wie in der Eislauffalle. Und heute auch wieder, also nichts Ungewöhnliches. Die Location war definitiv die alte Schule, die räumliche Struktur, wo die Gänge waren und so. Also eindeutig. Es waren dort wieder auch Leute, auch wieder eindeutig. Schatz, ich bin hier. Ich habe so oben noch auf dem Bett geknuddelt und dann kaum gehe ich in den Garten, kommt die halbe Bagage. Ich bin hier oben. Ja. Und dann muss alles vorankommen. Gut, also bin durch die Gänge geslidet, war sehr nice. Eine Episode war ganz lustig, da bin ich runter in Richtung Aula geslidet, da ging es bergab ein bisschen, die Treppen runter und bin ich natürlich vom Hintern voll in die Aula reingeslidet und es war so großartig und da waren ein paar Leute noch da und die haben sich dann riesig amüsiert, als ich da reingeslidet kam und da habe ich halt so gemeint, ah ja komm, wenn ich mal hier bin, muss ich das ausnutzen. Ne? Und da waren die auch alle ganz happy, soweit ganz nice. Ich bin dann noch in ein paar von den Schulräumen rein, von Klassenräumen. Und da waren auch wieder wie üblich Schüler drin, wenn auch nicht so viele. Also es könnte so eine Art von Tag der offenen Tür oder Abi-Feier, das ist immer so ein Szenario, das ich häufiger habe sein. Und ich hatte meinen Rucksack dabei, allerdings nicht den, den ich üblicherweise hatte für die Schule, sondern meinen schwarzen. Und irgendwie wollte ich da auch wieder Sachen rein- und rausräumen. Also da bin ich auch noch nicht drauf gekommen, was das letztendlich soll. Auf jeden Fall wollte ich dann gehen und konnte natürlich nicht davon ablassen, die Schüler auch noch ein bisschen von meiner Erfahrung profitieren zu lassen und bin dann zu der ersten Gruppe hingegangen an den Tisch. Und das Spannende war, kommst du hoch zu mir? Kommst du? Das Spannende war, dass die nicht das eigentliche Alter hatten, wie ich es mir so von der Zeit von damals hätte vorgestellt, weil das war im Bereich dort, wo die 6, 7, 8er Klassen waren, sondern die waren auch so um die 20, also das übliche Alter von denen, die ich in den Konstrukten sehe. Ich setze mich dann so nebendran und will ihm noch einen Satz einflüstern, egal was sie dir hier erzählen, es gibt nur zwei Geschlechter. Aber das hat dann auch wieder dazu geführt, dass die Person das gesehen hat, dass ich mit ihr reden wollte und hat mich komplett wegignoriert und hat dann mit einem anderen weitergeredet. Ja, Tiger! Ich bin hier oben! Ich bin nicht weggelaufen, ich bin nur im Garten. Ja! So, okay. Dann habe ich mich rumgedreht und bei den anderen zwei nebendran probiert. Also das waren zwei, so eine Zweierbank, neben mir auch noch eine. Selbes Ergebnis, da bin ich auch nicht weit gekommen, hat sich direkt weggedreht, wollte überhaupt nicht mit mir reden. Also die waren dann weniger interessiert an der Kommunikation, noch nicht so freundlich wie die in der Aula, aber sie waren auch nicht aggro und sind mich nicht angegangen. Also sie hat, der Erste auf jeden Fall hat meine Existenz wahrgenommen, aber dann hat er ja doch keinen Bock gehabt. Soweit so gut, habe ich meinen Rucksack gepackt und habe gedacht, naja, gut. Ich fand es schon putzig, dass ich da jetzt nochmal Genderaufklärung im Jenseits betreiben wollte, aber egal. Bin dann raus auf den Flur hoch, der
an der Stelle ungefähr, wo der mittlere Eingang ist, wo es dann zu den Abi-Klassenbereichen, erste Etage unten geht. Und da ist was ganz Interessantes auf einmal passiert. Oder war das direkt danach? Ja, genau, das war danach. Dann ist der Kontakt mit der Entität gekommen, die ich von der Art her kenne. Auf einmal geht zu meiner rechten Seite eine Tür auf. Fun Fact, an der Stelle gibt es gar keine Tür in dem Gebäude. Aber wenn sich Türen öffnen, sind das ja Portale, die ins Konstrukt reinkommen. So bekomme ich das dargestellt. Und da kommt dann wieder einer meiner Lehrer raus. Aber keiner von den Lehrern, die ich gehabt habe. Ich habe ihn als Lehrer identifiziert von der Schule. Und ich habe sogar seinen Namen halbwegs gekannt. Allerdings war er mit OHA in irgendwas. Ganz komisch, aber ich habe seinen Namen gewusst. Ich kann ihn jetzt leider nicht wiedergeben, weil das habe ich jetzt nicht spezifisch rüberkopiert. Das Problem an der Sache war, ich hatte da gerade irgendwie noch so eine Sonnenbrille auf. Und das war eine Damensonnenbrille. Ich habe mir die sehr genau angeschaut und ich habe sie sehr genau gesehen. Ich habe mir gedacht, das ist ja ganz nett, aber da kann ich nichts mit anfangen. Das ist so eine goldfarbene Damen. Ich hatte auch ganz komische Gläser. Also nicht runde, sondern eher so Rhombus, Raute, irgendwas. Dann habe ich mich umgedreht und habe mir gedacht, die gebe ich jetzt irgendwie da unten wieder ab, weil ich kann ja damit nichts anfangen. Wird wohl irgendjemandem gehören, keine Ahnung. Weiß auch nicht, warum ich die angehabt habe. Ich habe auch noch keine klare Idee, was Sonnenbrillen bedeuten könnten. Auf jeden Fall kommt der aus der Tür dann raus. Komm hoch. Ja. Bist alt und fett, aber du kannst jetzt hier hochspringen. Komm hoch. Ich heb dich nicht hoch. Ja. Komm hoch. Die Person kommt dann raus und ist extrem freundlich. Und das war ein weißer, alter Mann. Es war kein Opa, alter. Es war aber ein weißer, alter Mann. Und den Typ habe ich schon mal gesehen. Das dürfte eine angelische Entität sein. Also zumindest mal von der Schwingfrequenz extrem angelisch. Weil es das letzte Mal diese Person aufgetaucht ist, auch witzigerweise in der Schule, wo ich war, ist meine Freundin, die dabei war, direkter Portalabgang, Bühne links. Okay, also ich habe mich auch gefreut, ihn zu sehen, weil er war ja so nett. Und er hat auch sich gefreut, mich zu sehen. Und dann kam das Bemerkenswerte. Er hat mich mit meinem Namen angesprochen. Mit meinem Geburtsnamen. Okay? Das ist ja nicht der Name, den ich eigentlich habe. Aber es ist mein Geburtsname und er hat mich tatsächlich Patrick genannt. Und da war ich sehr verwundert, weil bisher hat mich im Luzidtraum noch niemand mit meinem Namen angesprochen. Das war das allererste Mal. Und deswegen, weil ich immerhin schon noch so wach war, habe ich ihn gefragt, woher kennst du meinen Namen? Und dann habe ich ein Bild eingeblendet bekommen von ganz, ganz vielen Menschen, praktisch wie auf einer Überwachungskamera. Und er hat einen interessanten Satz gesagt. Wir sehen von außen alles. Und das war dann die Erklärung, warum man meinen Namen kennt. Sehr freundlich, aber irgendwie war er dann auch weg. Ich bin dann nochmal weiter in Richtung Pausenhof durch die Schule geslidet und dann hinten an der Bibliothek vorbei. Und interessanterweise hatten sie da hinten einen Kaffee aufgebaut. Das war also jetzt nicht mehr eine Bib. Und dann bin ich nochmal ins Kaffee rein. Kaffees kenne ich von drüben ja auch ständig. Und das Interessante war, das war auch wieder so ein Kaffee, das so gebaut war, wie es kein anderes Kaffee hätte. Das hätte man nicht so gebaut. Das waren wieder so enge, schmale Gänge mit abgetrennten Compartments, wo man reingehen konnte. Und so praktisch so wie ein Bienenstock, wo du zwischendurch kleine Gänge hast. Das war ganz komisch. Aber jetzt nicht völlig unerwartet, solche Dinge habe ich in dem Space schon häufiger gesehen, in den Konstrukten. Bin da also durch, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht gibt es ja hier noch irgendeine Brezel. Irgendwas. Und dann komme ich an eine Tür und die Tür geht auf. Und da sehe ich einen Typen, der sitzt dann so an dem Tisch. Und der andere Typ zieht die Knarre und schießt dem den Kopf weg.
Dann schaue ich den so an, der geschossen hat, den schaue ich dann an. Und der fragt mich nur, ja, was ist das Problem? Alter Verwalter. Gut, ich weiß ja, dass die im Demon Space in Konstrukten da manchmal... Also vielleicht war es da wirklich kein Problem, weil der andere, der da weggeballert wurde, wahrscheinlich direkt einen Recall gemacht hat. Aber trotzdem, ich fand das schon etwas, wie soll ich das sagen, das hätte man vielleicht irgendwie freundlicher lösen können. Aber die egal. Gut. Er ist aber nicht gegen mich losgegangen. Also es gab keinen Battle. Auch schon was wert. Wenn man sich damit so einem Typen nicht auch noch auseinandersetzen muss. Gut, also das war die erste Episode. Der possierliche Teil war der Headshot am Schluss. Aber der wirklich interessante war die Begegnung mit diesem weißen alten Mann, einer definitiv angelischen Entität, die in diesen Traum sich zu mir eingeloggt hat, wahrscheinlich auf meinen Kopf. Ich gehe davon aus, dass dieses, also als es dem Moment, wo ich dann hinten in der Schule war, ich denke, das war ein Konstrukt von mir, als ich nachher in diesem Café wieder war, kann es sein, dass ich mich auf was anderes umgelockt habe. Aber ich denke, das war schon in meinem Kopf eine Simulation. Und der kommt in diese Simulation hinein und bescheidet mir den einen interessanten Satz: Wir sehen von außen alles. Und er ist freundlich zu mir und er kennt meinen Namen. Was natürlich auch noch die interessante Frage impliziert: Warum bin ich so wichtig? Dass sich jemand erstens mit mir so weit beschäftigt, dass er meinen Namen kennt. Und wieso kommt er dann in mein Konstrukt hinein, um mir das auch noch mitzuteilen? Behalte mal das im Hinterkopf, das werde ich dann bei anderer Gelegenheit abarbeiten. Der zweite Teil war aber interessanter, der war dann kurz vorm Aufwachen. Es war wieder ein alter Mann, aber kein Weißer. Ich glaube, es war eher einer von den üblichen alten Männern. Ja, komm hoch. Das schaffst du noch. So alt bist du nicht. Du bist einfach nur faul. Du hast zu viel gefressen. Den habe ich auch nicht direkt gesehen. Aber gefühlt war es einer von diesen alten Männern an der Seite. Ich war vorher definitiv noch irgendwo unterwegs. Aber daran habe ich keine Erinnerung mehr. Aber als er dann da steht und ich mich quasi zur Heimfahrt fertig mache, weil das hatte auch wieder was mit Autos zu tun, also Transportmitteln, sagt er einen interessanten Satz: Die Mission ist jetzt abgeschlossen. Hat natürlich auch wieder ein paar Implikationen. Zuerst einmal ist es offensichtlich wichtig für mich zu wissen, dass die Mission abgeschlossen ist, sonst hätte er mir das ja nicht mitgeteilt. Was das bedeutet, jetzt nicht mehr an dieser Mission beteiligt zu sein oder eine Verpflichtung zu haben, an dieser Mission mitzuwirken, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, welche Mission das ist. Möglicherweise war meine Beschäftigung, bevor mir das gesagt hat, ein letzter Auftrag, der im Gesamtbild der Mission wahrscheinlich den Abschluss bewirkt hat. Ich gehe mal davon aus. Dass ich drüben Aufträge erledige oder Jobs oder Missionen oder bei Dingen aktiv wirke, weiß ich. Ich habe auch eine Intuition, welcher Gruppe das zuzuordnen ist. Es wäre natürlich schön, wenn ich das dann auch in luziden Träumen dann immer auch im Nachgang alles nachvollziehen könnte, aber vielleicht ist auch genau das nicht der Sinn der Sache. So, auf jeden Fall, ich bekomme gesagt, die Mission ist jetzt abgeschlossen und damit habe ich die Erlaubnis, nach Hause zu fahren. Was ich dann auch tue. Ich fahre also wieder mal über Straßen, allerdings gar nicht mal so lang. Dafür komme ich aber relativ zügig da an, wo die Reise endet.
der Fahrt. Und da kommt wieder ein extrem bemerkenswerter Teil. Ich bin in eine Straße eingebogen, die das Ende der Fahrt bedeutete, weil da standen zwei Häuser nebeneinander. Ich bin allerdings nicht ebenerdig, sondern eher so von oben eingeflogen und bin dann vor dem Haus gestoppt. Ich ordne es gleich ein. Und dann passiert ein noch viel interessanter Teil, weil das habe ich auch noch nicht erlebt. Das war krass. Üblicherweise ist es so, dass wenn ich aufwache, dass ein Prozess ist, der mehr oder weniger schnell geht. Also das kann ein Sekundenbruchteil sein, wenn ich wegen einem Angriff in den Recall gehe und zurückschnelle. Es kann auch ein gesteuerter Prozess sein, wo ich mich auslocke und rüberdrifte von Konstrukt in meinen Körper. Aber diesmal war das anders. Ich bin wach. Ich parke ein quasi vor den zwei Häusern. Ungefähr 6-7 Meter Höhe und werde wach. Auch wieder mit so einem graduellen Prozess, aber auf einem, nachdem ich wach geworden bin, befinde ich mich trotzdem immer noch in der Kugel oder dem Auto. Für ein paar Sekunden. Das war für mich in dem Moment extrem verwirrend, weil mir war sofort bewusst, ich bin jetzt wach, alle Systeme haben gebootet, ich bin jetzt wieder hier. Aber ich hatte trotzdem noch die visuelle Wahrnehmung aus der Kugel heraus in Richtung Haus. Für 2-3 Sekunden. Ich habe schon erlebt, dass wenn ich einschlafe, ich rüberdriften kann. Und dann weiß ich, ich bin wach, ich bin noch nicht ganz eingeschlafen, aber ich habe meine außersinnlichen Systeme hochgefahren und logge mich gerade irgendwo ein und sehe irgendwas. Aber mir ist es noch nie andersrum passiert, dass ich wach werde und meine Systeme sind noch für ein paar Sekunden aktiv. Und ich sehe das noch von drüben, obwohl ich wach bin. Das hat mich total irritiert. Das war wirklich verwirrt. Ich habe mir gedacht, okay, ich bin wach, warum sehe ich das jetzt noch? Okay. Warum war das jetzt auch aus anderen Gründen noch interessant? Die Konfiguration der Häuser, wie sie da stand, wie ich sie wahrgenommen habe, habe ich auf der Demon Space Ebene wahrgenommen. Das heißt, es war draußen dunkel und es war wieder so eine Art Restlichtverstärkerblick. So nenne ich das. Das ist die Demon Space Wahrnehmung. Ich habe hier das Haus gesehen und hier ist eine Doppelhaushälfte. Und die Höhe, in der ich mich in dem Moment befunden habe, als ich mit dem Auto in diese Straße dann vor dem Haus geparkt habe, gestoppt habe, kommt Pi mal Daumen ungefähr hin, dass das die Höhe von meinem Bett ist, wo ich tatsächlich schlafe. Es waren schon noch ein paar Meter Entfernung, sagen wir mal so 10. Aber Pi mal Daumen bin ich tatsächlich, als ich zurückgekehrt bin mit dem Gefährt, was da war, bin ich tatsächlich kurz vor meinem Körper rausgekommen, bin dann wieder in meinen Körper rein, der Körper ist hochgefahren, ich wusste, dass ich wach bin,
hatte aber noch die Wahrnehmung aus der Kugel oder aus dem Auto oder was es war auf die Wohnung für 2-3 Sekunden. Meine Interpretation ist, ich wurde zurückgebracht, meine Seele, oder ich bin mit einer Kugel zurück. Die Kugel stand dann in der Höhe vorm Haus und ich bin dann in meinen Körper zurückgewechselt. Und das habe ich so noch nicht wahrgenommen. Ich weiß von einer angelisch begabten Dame, dass die in der Regel transluzente Kugeln um sich manifestiert, um danach dann abzurauschen. Ich habe bisher immer gesagt, das ist nicht das, was ich kann. Aber möglicherweise habe ich das heute Nacht gemacht, als ich morgens wach wurde. Bin mit einer dieser Kugeln zurück, oben vorm Fenster geparkt, rübergewechselt in den Körper, aber die Connection rüber auf die andere Seite in der Kugel noch, war noch offen für 2-3 Sekunden. Das war beeindruckend zu fühlen. Also es war in dem Sinne vor allen Dingen beeindruckend verwirrend. Wenn ihr in eurem Körper da liegt, ihr seid tatsächlich wach. Okay? Also ihr seid nicht am Schlafen und wach, sondern ihr seid wach und wach und ihr seht noch das Haus von außen. Also ich war definitiv wieder im Körper drin, okay? Ich weiß das, definitiv. Ich war nicht draußen, ich war nicht oben drüber, ich habe meinem Körper nicht vom Fenster geschwebt. Ich weiß definitiv, ich war in meinem Körper, ich habe alle Sensoriken wiederbekommen, mein Körper war wieder da, es war alles da, okay? Alle Systeme hochgefahren, ich war drin, aber ich sehe immer noch von außen das Haus. Wie das funktioniert hat, keine Ahnung. Weil ich verstehe ja, wenn du aus deinem Körper rausgehst als Seele und du hast dann irgendeine Art von Wahrnehmung und du blickst dann runter auf deinen Körper, alles klar. Aber ich liege in meinem Bett, bin in meinem Körper und sehe noch aus der Kugel raus das Haus. Das fand ich krass. Ja, das war's auch schon. Kontakt von einer angelischen Entität, die mir mitgeteilt hat, wir sehen dich von außen. Mit der Implikation, sie wissen, wie ich heiße, sie wissen, wer ich bin und ich bin wichtig genug, dass man sich mit mir beschäftigt. Und ein Mission Debriefing, dass die Mission erledigt ist und ich fahre zurück und erlebe live und in Farbe den Übergang in meinen Körper. Das war auch tatsächlich irgendwie so ein Gefühl, dass ich irgendwie so seitwärts da irgendwie reingetriftet bin. Krass, hatte ich so alles noch nicht. Ich habe ja immer fast schon Angst, dass so solche Erlebnisse nie wiederkommen, weil manchmal ist halt Pause. Aber das war's. Nochmal was Cooles gesehen. Immer tiefer in der Entfremdung, gell? Ja, mit wem kann man sich über sowas unterhalten? Außer mit dem Internet. Bis zum nächsten Mal auf Patrick's Vlog.